Ich würde doch so gerne irgendetwas machen. Ich weiß aber nicht was. Ja, eine Frage, die du dir wahrscheinlich aktuell stellst. Genau deswegen bist du hier, denn es geht darum, die richtige Nische zu finden. Und wie du das machst und wie man die herausarbeiten kann, erfährst du in diesem Video. Reden. Habt ihr auch gerade schon gehört, die meisten Fragen irgendwie von Leuten kommen oftmals und dann heißt es irgendwie, oh, ich würde ganz gerne endlich irgendwie online was starten, ich würde so gerne irgendwas verändern, aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Und diese Fragen, oder zumindest werden wir da so ein bisschen Licht für dich ins Dunkle bringen. Aber bevor wir jetzt hier reinstarten, bitte unbedingt einmal zu diesem Kanal subscriben, wenn du in Zukunft mehr dieser Videos sehen willst. Und wie Taylor gerade schon so schön demonstriert hat, bitte unbedingt die Glocke anmachen, weil ansonsten wirst du trotz Subscriben wahrscheinlich die meisten Videos verpassen und das wollen wir vermeiden. Aber let's go. Das ist so ein spannendes Thema und bei uns hat sich das irgendwie mit der Zeit so entwickelt, aber wir wissen einfach, dass wirklich viele, viele, viele Menschen gerade ganz am Anfang stehen, super gerne was verändern würden, super gerne wirklich die Chancen des 21. Jahrhunderts mit den digitalen Medien nutzen würden, aber einfach nicht wissen, was sie denn machen sollen. Dann heißt es, aber ich weiß nicht, was ich kann, ich weiß nicht, was ich will, und all diese Dinge. Aber wir werden dir jetzt mit einer kleinen Grafik, die wir dir jetzt hier auch einblenden werden, so ein bisschen helfen, weil das nämlich, wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt, um sich genau diese Fragen zu beantworten, dann findest du deinen sogenannten Sweet Spot. Sprich, der kleine Spot in der Mitte dieser drei Kreise hier, der ja genau das eben ist, was du letztendlich auch zumindest einmal probieren solltest. Denn du kannst dir das auch gerne jetzt nochmal selber aufzeichnen, aber du siehst es ja hier. Mal die drei Kreise auf, alle drei Kreise überlappen sich, überschneiden sich und dann schreibst du in einen Kreis, was kann ich gut, wo bin ich richtig gut drin, was ist meine Fähigkeit, wo mir auch manchmal Leute sagen, hey, wow, Hut ab, Respekt, das kannst du richtig, richtig gut, da kann ich richtig viel von dir lernen. In den nächsten Kreis schreibst du, was liebe ich, was ist meine absolute Leidenschaft, was mache ich so unglaublich gerne jeden einzelnen Tag. Und in den dritten Kreis schreibst du, welche Probleme kann ich wirklich lösen? Was braucht die Welt von mir? Was kann ich der Welt wirklich als Mehrwert mitgeben? Was ist etwas, wo Leute sagen, kannst du mir da mal helfen vielleicht? Und das sind vielleicht drei Fragen, wo du jetzt erstmal so denkst, okay, aber wie soll ich die denn beantworten? Du wirst sie beantworten können, aber du musst dir dafür ein bisschen Zeit geben. Du musst da wirklich mal in dich reinhören. Du musst dich selbst vielleicht auch mal im Alltag ein bisschen mehr beobachten, ein bisschen bewusster mit dir selber umgehen, um wirklich herauszufinden, was ist etwas, was ich gut kann, was mache ich super gerne und womit kann ich wirklich anderen Menschen helfen? Weil dieser Sweet Spot, dieser drei Dinge quasi, ist wirklich etwas, was absolut nachhaltig ist in Bezug auf dein Business im Internet mit den digitalen Medien und so weiter und so fort. Bevor ich jetzt zu Taylor gebe, weil ansonsten ist es nämlich etwas, wenn es jetzt beispielsweise nur etwas ist, was du jetzt ausprobieren möchtest, was du irgendwie zwar gut kannst und wo du auch eventuell anderen Menschen helfen kannst, mit wo du wirklich Probleme lösen kannst, aber es nicht unbedingt gerne machst, ist es nicht nachhaltig, weil es dich auf Dauer einfach nicht erfüllen wird, es würde dich nicht glücklich machen und dann ist es auch nichts, wo du dir dein eigenes Business hin zu deiner eigenen Freiheit aufbauen kannst, weil irgendwann wirst du sagen, boah, ich habe da absolut keinen Bock mehr drauf, jetzt bin ich ja doch wieder in einem Hamsterrad gefangen, mehr oder weniger. Oder es ist etwas, was du super gerne machst und was du auch gut kannst, aber wo du absolut niemand anderem irgendwie helfen kannst, dann ist es etwas, was du für dich selber machst. Aber um wirklich ein erfolgreiches Business aufbauen zu können, muss dieser Aspekt, wie kannst du anderen Menschen helfen, immer beachtet werden. Und ja, wenn du diese drei Dinge irgendwie kombinieren kannst, ist es was absolut Nachhaltiges, was du unbedingt mal probieren solltest. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel mit auf den Weg geben. Und zwar einmal diese Grafik, die
die super, super wichtig ist. Aber ich will dir noch ein anderes Beispiel mit auf den Weg geben. Wenn du mit der aktuellen Grafik, die wir gerade eingeblendet haben, und mit den Fragen einfach noch nicht so ganz klarkommst, gar kein Problem, dann stelle ich dir andere Fragen, und zwar drei weitere. Und zwar entscheide dich doch erst einmal überhaupt für irgendeine Branche. Was interessiert dich überhaupt? Wo willst du hin? Was ist dein Ding? Wo ist überhaupt Interesse da? Du brauchst nicht, wenn wir mal das Beispiel Presets nehmen, Presets sind voreingestellte Einstellungen für die Bildbearbeitung eines Fotos. So, und sagen wir mal, du hast gar keinen Bock auf Bildbearbeitung und du hast überhaupt gar keine Lust, dich damit auseinanderzusetzen, dann ist das Thema für dich super irrelevant. Also, welche Branche, was ist dein Thema, was interessiert dich überhaupt? Das zweite Thema ist, und das ist der zweite Kreis dann, und zwar deine Zielgruppe. Welche Zielgruppe hast du, welche Zielgruppe möchtest du finden und welches Problem wirst du lösen innerhalb dieser Zielgruppe? Gehen wir zurück zum Thema Presets. Wenn also Bildbearbeitung dein Thema ist und du sagst, boah, das macht mich voll an, das Thema. Und du sagst, okay, pass mal auf, ganz viele Menschen da draußen leben in einer Filterwelt und alle wollen immer die perfekten Fotos haben. Was wäre, wenn ich denn für die Branche Bearbeitung an sich vorgefertigte Filter hätte, die mit nur einem einzigen Klick Bilder bearbeiten würden? Also du löst das Problem der Zielgruppe, zum Beispiel Menschen wollen nicht lange Bilder bearbeiten. Menschen haben keine Lust, lange darauf zu warten. Menschen wollen eine One-Click-Lösung und wir leben heutzutage in einer Instant-Gesellschaft. Alle wollen die Dinge halt eben sofort haben. Du löst also ein Problem. Jetzt hast du die Branche und auch die Zielgruppe. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und sagen, okay, welche Fähigkeiten braucht man denn jetzt dazu? Wenn du gerade aktuell überhaupt gar keine Ahnung hast vom Thema Presets, Lightroom und Bildbearbeitung, dann ist es natürlich so, dass du, was Fähigkeiten angehen musst, du musst natürlich irgendwie Zeit investieren und Geld investieren in dich selbst, um herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Und wenn du diese drei Dinge kombiniert mit der anderen Grafik umsetzt, dann hast du einfach ein Online-Business. So funktioniert es. Und da brauchst du keine großen, da kannst du in dieser Sekunde jetzt YouTube ausmachen eigentlich. Weil du kannst jetzt eigentlich sagen, okay, ich weiß, was geht. Weil wenn du dir diese Sachen, vielleicht willst du nochmal zurückspulen ein bisschen, einfach nochmal hingehen und nochmal die Dinge nochmal aufschreiben für dich. Aber diese Punkte, die wir dir gerade mit auf den Weg gegeben haben, sind letztlich die puren Definitionen von einem Interneteinkommen. Und wenn du das machst, ist dein Geschäft, vor allem im Dienstleistungsbereich, also wenn man am Anfang vielleicht hingeht, tatsächlich entweder ein digitales Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, dann ist es tatsächlich so, dass du relativ schnell ein profitables Business aufbauen kannst, ohne Probleme. Wir sehen es tagtäglich heutzutage, dass Menschen das dementsprechend schaffen. Absolut. Und noch vielleicht ein kleiner Tipp zum Schluss. Bitte, bitte, bitte überdenke nicht alles, sondern wenn du dir Gedanken um diese Fragen eben gemacht hast und auch deine Notizen dazu gemacht hast und deine Antworten auf diese Fragen gefunden hast, dann probier es einfach mal aus. Wenn du dann irgendwann merkst, okay, es ist vielleicht doch nicht, egal, dann hast du vielleicht ein bisschen Zeit in Anführungszeichen verloren, aber genau über diesen Weg hast du wieder neue Erfahrungen dazu gewonnen und du hast vor allen Dingen eine Antwort bekommen, dass genau das nichts für dich ist. Also bist du schon wieder einen Schritt weiter. Also hab keine Angst, Fehler zu machen, sondern leg halt einfach mal los und überdenk nicht alles, weil das ist das letztendlich, was dich sonst komplett aufhalten wird und dann wirst du nie ins Starten kommen. Wir sind der festen Überzeugung, wenn du auf diesem Kanal ein bisschen mehr Zeit verbringen würdest und auch in Zukunft hoffentlich tust, dann wirst du ganz, ganz viel lernen, Inspiration und Motivation bekommen. Und hier neben uns kommen gerade ein paar Videos. Schau sie dir unbedingt mal an, die Playlist dazu und subscribe zum Kanal. Lass uns ein paar Sachen in den Kommentaren da, ein paar Antworten da, weil dann können wir gemeinsam mal sprechen und wir dir vielleicht ein Stück weit einfach helfen. Und ansonsten schick uns gerne einfach eine DM bei Instagram.